Das Gebetsbuch von meinem Grossvater. Der Rosenkranz. Der heilige Rosenkranz. Der Rosenkranz betet niemand. Geruhme Zeit, ohne besser zu werden. Sehr viele katholische Männer achten sorgfältig darauf, dass sie immer und überall den Rosenkranz bei sich in der Tasche haben. Mögen ihn auch viele nicht verstehen oder sogar verachten, so ist er doch vielen anderen ein unentbehrliches und sehr kostbares Gebet geworden. Ein richtiges Volksgebet. Meistens wird der Rosenkranz so gebetet, dass man jedes Gesetz mit dem Vaterunser beginnt. Und dann bei den 10 folgenden, gegrüßt seist du Maria, beim Wort Jesus immer das Geheimnis einfügt. Man kann aber auch das Geheimnis am Anfang für dem Gesetz nennen und daran eine kleine Betrachtung anfügen. Der Rosenkranz schließt immer mit dem Vater Unser. 3 Gegrüßt seist du Maria. Mit den 3 göttlichen Tugenden und dem Glaubensbekenntnis. Der freudreiche Rosenkranz. Wenn du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast, wenn du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast, wenn du, o Jungfrau, geboren hast, wenn du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast, den du, o Jungfrau, im Tempel gefunden hast. Der schmerzhafte Rosenkranz. Der für uns Blut geschwitzt hat. Der für uns geißelt worden ist. Der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Der für uns schwere Kreuz getragen hat. Der, wo für uns gekreuzigt worden ist. Der glorreiche Rosenkranz. Der, wo von den Toten auferstanden ist. Der, wo in den Himmel aufgefahren ist. Der, wo uns der Heilige Geist gesandt hat. Der, dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Der, dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Die 3 göttlichen Tugenden. Vermehr in uns den wahren Glauben. Stärke uns die christliche Hoffnung. Entzünd in uns die göttliche Liebe. Die lauretanische Litanei. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, hör uns. Christus, erhör uns. Gott Vater im Himmel, erbarm dich unser. Gott Sohn, Erlöser von der Welt. Gott Heiliger Geist. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Heilige Maria, bitt für uns. Heilige Gottesgebärerin. Heilige Jungfrau von der Jungfrauen. Mutter Christi. Mutter von der göttlichen Gnade. Du reinste Mutter. Du keuscheste Mutter. Du unbefleckte Mutter. Du liebliche Mutter. Du unversehrte Mutter. Du wunderbare Mutter. Du Mutter vom guten Rat. Du Mutter vom Schöpfer. Du Mutter vom Erlöser. Du weiseste Jungfrau. Du ehrwürdige Jungfrau. Du lobwürdige Jungfrau.
du mächtige Jungfrau, du gütige Jungfrau, du getreue Jungfrau, bitt für uns. Du Spiegel von der Gerechtigkeit, du Sitz von der Weisheit, du Ursache unserer Freude, du geistliches Gefäß, du ehrwürdiges Gefäß, du vortreffliches Gefäß von der Andacht, du geistliche Rose, du Turm Davids, du elfenbeinerner Turm, du goldenes Haus, du Arche vom Bund, du Pforte vom Himmel, du Morgenstern, du Heil der Kranken, du Zuflucht der Sünder, du Trösterin der Betrübten, du Helferin der Christen, du Königin der Engel, du Königin der Patriarchen, du Königin von den Propheten, du Königin von den Apostel, du Königin von den Märtyrer, du Königin von den Bekenner, du Königin von den Jungfrauen, du Königin von allen Heiligen, du Königin ohne Makel von den Erbsünden, empfangen, bitt für uns. Du Königin vom Heiligen Rosenkranz, du Königin vom Frieden. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Erhör uns, o Herr. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Erbarm dich unser, o Herr. Bitt für uns, o heilige Gottesgebärerin. Auf das wir würdig werden von der Verheißung Christi. Lasst uns beten. Verleih, wir bitten dich, o Herr und Gott, dass wir, deine Diener, das beständige Wohl von der Seele und vom Leib erfreuen und durch die glorreiche Fürbitte der seligsten und allzeit jungfräulichen Mutter Maria von der gegenwärtigen Trübsal befreit werden und die ewige Freude geniessen mögen. Durch Christus, unseren Herr. Amen. Zur Königin vom Rosenkranz. Du mächtigste Jungfrau, liebvolle Helferin vom christlichen Volk. Wie müssen wir dir dankbar sein für den Schutz, wo uns der, wo du unseren Vätern einst geliehen hast. Sie sind von den Ungläubigen bedroht gewesen. Da haben sie in Andacht den Rosenkranz gebetet und zu dir gerufen und deine mütterliche Hilfe. Du hast vom Himmel die Gefahr gesehen, in welcher sie schwebte und hast ihre flehenden Ruf gehört. Das demütige Gebet hat dein Wohlgefallen gefunden. Und breitwillig bist du ihnen zu Hilfe gekommen. Treue Mutter, lass auch heute wieder das anhaltende Gebet der Kirche vor deinen Thron gelangen und dort Gnade finden. Lass dich wieder zum Mitleid rühren. Erheb dich noch einmal. Uns zu retten von den vielen Feinden, die uns von allen Seiten bedrängen. Auch heute dringt für den Winkel der Erde das mir wohlvertraute Gebet vom Rosenkranz zu deinem Thron empor. Mögest du wie damals huldvoll herabschauen auf unsere Not? Aber unsere Sünde tut es nicht wirksam werden lassen.
oder verzögert seine Wirkung. Darum, treue Mutter, erbitte uns eine wahre Reue über unsere Sünden und den festen Willen, lieber zu sterben, als Gott noch einmal zu beleidigen. Es tut uns bitter leid, dass durch die eigene Schuld die Hilfe uns versagt ist und verzögert wird, obwohl wir sie so notwendig brauchen. So neig dich aber, gute Mutter, zu den Bitten der Welt. Demütige den Stolz der unglückseligen Menschen, die ihrem Übermut Gott lästern und Killen vernichten wollen. Nach einem untrüglichen Wort Christi werden die Pforten der Hölle sie niemals überwältigen. Lass uns noch einmal erfahren, dass der Sieg ihr sicher ist, sobald du dich zu ihrem Schutz erhebst. Amen. Das Magnifikat. Hoch preist meine Seele der Herr, und es frohlockt mein Geist in Gott, mein Heiland. Weil er hat abgesehen auf die Niedrigkeit seiner Magd. Schau, von jetzt an werden mich alle Geschlechter selig preisen. Weil Grosses ist an mir da, der, der machtvoll ist und dessen Name heilig ist. Und von Geschlecht zu Geschlecht wird sie erbarmen allen, die ihn fürchtet. Er wirkt Macht mit seinen Armen, versprengt die, die stolzen Sinnes sind. Er stößt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungrigen erfüllt er mit Güter, die Reichen schickt er leer weg. Er nimmt sich seines Knechts in Liebe an, eindenkt seiner Huld und Treu. Wie er den Vater einst versprochen hat, in Ewigkeit. Amen.